Herzlich willkommen bei Simone Stempelt mit dir. Ja, wie ihr hört, ist meine Stimme immer noch nicht wirklich fit, aber ich bin wieder negativ getestet. Muss nur meine Stimme schonen. Also werde ich heute so wenig wie möglich reden. Ich habe festgestellt, dass ich schon länger wieder kein Video gedreht habe und deswegen gedacht, muss es jetzt einfach sein. Also, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen, Daten aufgeschrieben. So, wie man auf meinem Blog schon sehen konnte, habe ich eine Domet-Frontkarte gefertigt, die ich natürlich hier auch gleich zeigen werde. Ja, und dabei glitzert es auch richtig schön. Habe ich auch mal den Wink of Stella eingesetzt und die geprägten Blätter noch mit dem Glitzerstift bearbeitet. Ja. Dazu dieser schöne Vogel, dazu Prägeform, zeige ich euch natürlich nochmal das Stempelset, was ihr mit Sicherheit auch schon kennt, öfter gesehen habt. Und natürlich auch die Prägeform, habe ich ja auch schon mal verwendet. Also, einfach ein wunderschönes Set zusammen. Aber ich habe zwar diese Karte jetzt auf meinem Blog und auch hier, ihr wisst ja, ich nehme gerne andere Farben oder auch noch ein anderes Design und was auch immer. Also das habe ich jetzt gefertigt und ich habe dieses wunderschöne Designerpapier auch noch umgesetzt. Das heißt, du brauchst die Karte nicht nur in der Form, du kannst sie auch hochkant machen. Sieht auch wunderschön aus. Braucht man gar nicht so viel machen. Wie man es so sieht. Ja. Wir werden jetzt einen Querformat auch machen. Ich habe aber die Maße hierfür auch da. Ja. Das gucken wir mal. Eine Seite weiter. Da ist das wunderschöne Designerpapier und auch noch ein paar Ideen natürlich. Designerpapier Herbsternte. Genau, da machen wir jetzt ein schönes Modell daraus. Ja. So, das sind die Maße. Könnt ihr schon mal einen Blick drauf werfen. Werde ich aber auch noch mal ein Video reingeben. Und dann habe ich hier ein anderes Stück von dem Designerpapier genommen. Und es gibt ja auch dieses Schöne, was man so wunderbar alles ausschneiden kann. Und wie man sieht hier oben, da ist so ein Stückchen raus aus dem Designerpapier, was ich dann selber noch koloriert habe. Mit Merlot Rot und die Haseln noch mal ein bisschen eingefärbt. Dazu brauchen wir auch noch einen Längsstreifen. Bin noch nicht entschieden, welche Farbe ich dabei noch dazu nehme. Aber ich glaube, ich nehme das hier. So, die Terrakotta habe ich jetzt genommen. Und jetzt biegen wir das mal seitlich hin. Doch, mal richtig. Drückt ihr euch da drunter. Längs ist ja den halben A4. Das heißt 10,5. Habe ich hier auch stehen. 10,5 und dann falzen wir noch auf die Hälfte. Bei 14,85 ungefähr. 9. Dann legt ihr euch das hier hin und drückt beide Kanten gleichzeitig. Ja, und ihr seht hier. Andere Gewölbung ist, dann könnt ihr euch das alles noch mal hinlegen und drückt noch mal gegen, dass es dann gleichmäßig ist.
Ja. Alles in Zentimeter und natürlich auch in Inch. So. Für die Front ist Designerpapier. Bei der Querkarte sind die Maße 10,5, klar, ja, weil ich möchte das ja so haben, und 18,4 cm. Ja. Aber mit dem Gerät schon wieder weggepackt. Brauchen wir aber noch, weil wir müssen ja noch falzen seitlich. So. Ich habe jetzt angegeben, je Seite 1,25 ist ein halben Inch. Habe ich das deswegen angegeben? Dann wieder da rein. Ja. So, wenn wir das gemacht haben, können wir das schon mal legen. Ja. Jetzt geht es um die Öffnung in der Mitte. Und da habt ihr doch gesehen, dass ich bei diesem Modell dieses Blatt genommen habe. Und dabei habe ich ein Oval verwendet. Und da musste ich erstmal suchen, gibt es original überhaupt Ovale? Wir haben also keine gestaffelten, sondern ich habe die gefunden in Genial gerahmt. Da ist eine Ovale mit drin, das habe ich dann genommen. Und macht sich wunderbar auch, ne? Mit dem Rahmen da drin, finde ich. Bei dem anderen, das wollte ich mal gucken, ob ich vielleicht trotzdem das Blatt nehme und meine schönen Kürbisse und alles nachher drumherum drapiere unter das. Und hier ist das Blatt und der Gruß, den ich verwendet habe, wie man hier sieht, aus der Ferne ein kleiner Gruß. Schauen wir mal. Ich finde das trotzdem nett mit dem Blatt. Wir machen das auch. So, das legt ihr euch hier drauf und rubbelt das dann aus. Habe ich das jetzt hier gemacht? Mein Blatt. Kann man überlegen, ob wir das unten reinlegen. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Papier unten drin. Das kann man überlegen, nehme ich jetzt weiß oder nehme ich eine ganz andere Farbe. Und hier habe ich natürlich mein Heil. Das wird nachher so angeklebt auch. Und das andere Papier dazu. So, und das Maß dafür habe ich noch gar nicht hier drauf stehen, fällt mir ein. Nicht mal eine Seite. Ja. Wir nehmen mal auch weiß. So, nehme ich gerne das dafür. 10,5 brauchen wir auf jeden Fall. Was wir nicht brauchen, ist die komplette Länge. Da. Ja, da brauchen wir ein bisschen weniger. Ich würde sogar sagen, mindestens 2 mm. Wenn nicht sogar 3. Jetzt gucken wir mal, weil dann habe ich ja noch den Schwung da drauf. Ihr könnt es auch ein bisschen kleiner machen. Ja. Ich mache hier nochmal so einen Millimeter von ab auch. So. So, das heißt 10,5 mal 14,5 Zentimeter. Das sind dann hier nach 8, 11, 16 Inch. Gucken wir nochmal.
Und ich habe, ja, 14,6 habe ich da. Gucken. Was ist das? 6 Achtel in die Schüssel, eigentlich genauer. Genau. Ja. So schaut's aus. Dann kleben wir uns das jetzt fest. Ah, Entschuldigung. Bevor wir das machen, also das ist vor allen Dingen, wenn ich ja was innen drin noch aufkleben möchte bei dem Blatt, dann legt ihr euch das jetzt genau da rein. So. Dreht euch das um. So, und da könnt ihr dieses Blatt, wenn ihr genau das machen wollt mit dem, genau da reinlegen. Hm? Weil da ist ja schon der Ausschnitt drin. So, jetzt brauche ich mal gerade einen schwerer. So. Ich könnte jetzt natürlich auch noch das eine andere Farbe dafür verwenden. Ich überlege gerade. 3 Blätter vorbereitet. Aber ich wollte jetzt noch mal schauen, ob ich da das auch noch anders gestalten kann. Es wäre ja jetzt noch eine Variante, da was anderes reinzusetzen. Gucken wir mal. Vielleicht noch ein Kürbis dazu und da dran drauf den Gruß. Also richtig mit diesen herbstlichen Produkten. Genau, ich glaube, das finde ich auch ganz nett. Jetzt schauen wir mal. Kann natürlich auch zu viel sein, wenn wir das außen auch noch haben. Wenn ich das dann da hinsetze. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen von innen nur die Blätter. So. Das ist auch dabei, doch. Das habe ich gedacht, der Farbton ist gar nicht unbedingt dabei. Und dann setze ich meine Größe da drauf. Ja, das ist jetzt auch. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Jetzt gucken wir mal. Das ist auch nett. Abstandshalter. Ich aber da habe ich ja Platz noch quasi.
Und jetzt noch die Drüse. Und da wollte ich jetzt allerdings auch gucken, dass es auch wirklich da passt. Dafür sind diese wunderbar. Oh, das ist mein dicker Gruß. Da kann ich dann einen anderen runtersetzen. Ach, Mensch. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was auch da drin ist. Ja, wie ich gesagt habe. Ja. Das auch wirklich da drauf landet, ne? Ja. Oh, hier noch da drauf. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Da hat sich die Folie einfach andersrum draufgeschlagen. Ja. Das heißt, da kriegt man die nicht mehr ab. Manchmal nicht so fassen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so oft mit meinen Haaren im Bild gewesen. So. Ja. Ja, das gefällt mir. Da noch drunter. Ja, das finde ich gut. So. Und jetzt machen wir uns hier Kleber drauf und setzen das dann da drauf. Und jetzt auf dem anderen. Schiebt ihr euch das da schön rüber. Okay. So ist die Wölbung da. Und dann werden wir uns das da draufsetzen.
dann. Na. Und dann nur so ein Stückchen davon aufmachen. Und nachher abziehen. So, das schickt ihr euch hier rüber, dass ihr das dann rausziehen könnt. Und jetzt werden wir uns die Karte da schon draufsetzen. Weil mit dem Tomo-Kleber kann man das ja ein bisschen variieren. Aber wenn der andere Kleber da drauf ist, dann kann man da nichts mehr verschieben. Also Erfahrung habe ich schon mit meinen anderen Karten gemacht. Raus und klebt es dann fest. So. Wunderbar. Jetzt kann man da ein bisschen was sehen. Farblich hätte ich gerne auf der anderen Seite auch gehabt, aber das ist jetzt noch mal nichts mehr so. Und jetzt werden wir uns noch ein bisschen Deko von außen drauf machen. Also das mit dem Dings muss man sich anschauen, ob man das jetzt, wie viel man da drauf machen muss, weil wir dürfen ja nicht vergessen, hier ist noch unser Gruß, den wir auch sehen wollen. Und darum, na, wenn wir mal gucken, was ich hier noch so habe. Also ich mag auf jeden Fall das Teil. Und den Kürbis, ja, da können wir nämlich, die Karte lässt sich natürlich wirklich nicht gut verschicken, ehrlich gesagt, aber man hat immer Freundinnen, wo man das dann von Hand übergeben kann und dann noch ein bisschen in Folie verpackt. Also ich weiß, das ist jetzt nicht gerade das Umweltfreundlichste und trotzdem mag ich das sehr. Und einfach schöner verpacken dann. Also das überlasse ich euch dann, wie ihr es dann macht. Also ich kann euch sicher verraten, da wird sich jemand, der solche Deko-Sachen liebt, auch gerne annehmen. Eine besondere Karte. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier so haben. Aha, ein gelber. Wie lege ich hin? Ja, da passt es doch auch gut hin. Also es ist gar nicht mehr so viel zu machen. Ich mache das da noch rein. Jetzt gucken wir mal. So. Jetzt das noch mal so ein bisschen passend machen. So, spannt noch ein bisschen, dann können wir da noch ein bisschen ein. Setzen wir da seitlich hin. Na, geht ja noch ab. Fast gut gegangen. Und Hauch. Ich hoffe, die Idee gefällt euch auch. Ihr habt Lust, sie nachzubasteln. Ist auch gar nicht so schwer. Ja. Ja. Na, na. Da noch was dran. Ein bisschen von dem Band. Und das noch unterschieben.
Ja. Ich warte hier bei Simone Stempel mit dir. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr Und auch gerne mal ein Foto schicken, wenn ihr das auch gemacht habt. Gerne teilen, abonnieren, all das. Da freue ich mich, da erweitert sich meine Reichweite. Genau. Und ich habe auch noch was vor. Jetzt dabei Weihnachten. Oder es kommt auf uns zu. Und genau, also ich werde aktiv werden da. Ja, Corona ist ja hoffentlich bald überstanden bei mir. Ich hoffe, das gefällt euch auch. So, die Maße für dieses Teil habe ich euch noch nicht gegeben. So, die Hochkantkarte, da braucht ihr für das Designerpapier, was hier ist, 14 mal 14,85 cm. Ja. Und das Inchand, das habt ihr dann diese Karte. Ja. Und wenn ihr dieses Produkt bestellen könnt, gerne über meinen Blog mit E-Mail-Adresse und so weiter. Könnt natürlich auch direkt in den Online-Shop gehen. Ja, hier wart ihr bei Simone Stempelt mit dir. Bye bye. Thank you.